Das Spiel von Daniel in der Löwengrube, inszeniert vom Münchner Ensemble Estampie und vom Düsseldorfer Theater der Klänge. Beide Ensembles sind jung, beide sind erprobt, sowohl im zeitgenössischen als auch in der Adaption und Rekonstruktion historischer Vorlagen. Ausgegraben haben sie eine im Kloster Beauvais entdeckte Handschrift aus dem Jahr 1230. Ein mittelalterliches Mysterienspiel, ein detailreich ausgearbeitetes Stück, ein Vorläufer der heutigen Oper. Die Umsetzung 1995 versucht einen Brückenschlag. Wegen des orientalischen Handlungsortes fließen Elemente des indischen Tanzes ein, wegen des biblischen Inhalts wird die Kirche zum Aufführungsort. Die Gestensprache des Kathak und Bharatanatyam prägen die fast holzschnittartig daherkommenden Tableaux vivants, wie sie im europäischen Mittelalter üblich waren. Nicht zuletzt die ausdrucksvolle Mimik der Darsteller gibt dem frontal inszenierten statuarischen Spiel seine Lebendigkeit, machen seinen besonderen Reiz aus. Die prachtvollen Gewänder und die ausgefeilte Schminktechnik wirken als Verstärker. Dem Verständnis dienen die Moderatoren, die Erzähler zwischen den Akten. Aber vor allem die Gesichter erzählen die Geschichten und die Instrumente und Stimmen der Musiker. Neben gregorianisch anmutenden Gesängen gibt es traditionelle indische Musik zu hören. Ludus Danielis, eine gelungene Art der Arbeitsteilung, aber auch eine überzeugende Art der Zusammenarbeit. Danielis,